Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, jetzt werden wir hoffentlich die Abriegelung zu Ende bringen können. Und das Alien für eine Weile lang festsetzen. Ich hoffe wirklich, 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 dass das klappt. Alter, ey. Oh, guckt euch mal den. Alter, das sieht so aus, als ob mehrere seiner Wirbel einfach mal komplett aus der Wirbelsäule rausgesprungen sind. Guckt euch das mal, diese Beule da. Oh, Gott, ey. Ein Röntgenbild von dem Typen will ich mir nicht mehr angucken wollen. Alter Vater. Was muss das Alien für Kräfte haben, dass es einfach mal so stark den Hals zur Seite knickt, dass die Wirbel rausspringen? Oh. Oh, hi. Ist dieser Android freundlich oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Hi. Okay, freundlich. Ich schätze mal, solange sie keine roten Augen haben, brauche ich vor denen keine große Angst zu haben. Aber ich versuche trotzdem. Hat's mich gesehen? Es kommt hierher, es kommt hierher, es kommt hierher. Scheiße. Hi. Oh, so eine schöne Hand. Hast du Maniküre machen lassen, war? Okay, toll. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja einen aktuellen Speicherpunkt direkt um die Ecke. Puh, Gott sei Dank. Ohne den Speicherpunkt hätte ich den letzten Part sowieso nicht beendet. Das könnt ihr mir glauben. Speicherpunkte sind wirklich mein Lebensretter. In diesem Spiel, das ist echt der Hammer. Wurde mir ja schon gesagt, dass die guten Speicherstationen mein bester Freund hier in dem Spiel sein werden. Und das ist tatsächlich so. Es gibt keine automatischen Speicherpunkte. Nein. Naja, okay. Es gibt sie quasi im Sinne von Missionsstartpunkte. Aber das ist dann auch schon alles. Och nö, schon. Das gibt's doch nicht. Okay, ernsthaft, wie soll ich da überhaupt in den Raum reinkommen? Gibt es auf der anderen Seite eine offene Tür? Hoffentlich. Oder muss ich irgendwie von dort aus irgendwie da rein? Ich habe keinen Plan. Toll. Jetzt weiß ich ja schon, dass das Alien auf der anderen Seite des Raumes bereits am Rumlaufen ist. Toll, toll, super toll. Ist es wieder abgehauen? Ich höre zumindest keine Schritte mehr. Und es ist wieder da. Bin ich dumm? Hi. Ah, nein! Das gibt's doch nicht! Shit! Oh, ich habe eine Trophäe freigeschaltet, Lichterloh, aber die bringt mir scheinbar gar nichts. Fuck! Ich wollte ihm eigentlich jetzt schön mit dem Flammenwerfer in die Flucht schlagen. Nope. Oh, guckt euch dieses schöne Lächeln an, das er uns schenkt. Er freut sich, uns zu sehen. Ernsthaft, dieses Grinsen da im Hintergrund. Als ob er sich denkt, ja, endlich habe ich dich, du Schlampe. Ja. Oh Mann.
Naja, über diese Tode kann ich mich ja nicht allzu sehr aufregen, weil wirklich direkt außerhalb des Raumes ist ein automatischer Speicherpunkt. Von daher passt schon. Passt schon. Solange ich nicht allzu oft in Folge sterbe, wird das schon irgendwie. Schade nur, dass ich das Auftauchen... Alter! Sag mal... Das war ja jetzt sowas von Absicht. Hilfe, hi. Ja, es hat mich entdeckt. Kann ich vergessen. Ey, das ist hier so unfassbar. Kannst du mir nicht einfach mal ein kleines bisschen Ruhe gönnen? Nur so ein bisschen. Sobald ich den Raum betrete, kommt es sofort durch die Decke gesprungen. So ein kleines bisschen mehr Privatsphäre würde ich mir da schon erwarten, ja? Ich meine, ich bin kurz davor, dich hier einzusperren. Und dann machst du sowas mit mir? Ach. Die ganze Zeit über hast du dich so schön benommen. Ich dachte, unsere Beziehung würde jetzt tatsächlich langsam besser werden. Und dann wirst du rückfällig. Jetzt. Ey, der taucht immer früher auf. Kann das sein? Immer früher. Keine Ahnung, wo er jetzt überhaupt langläuft. Hey. Kann er mich sehen? Nee, oder? Oder hat er mich nur ganz kurz gesehen? Und guckt jetzt auf ein und dieselbe Ecke? Ich hoffe einfach mal, dass er gleich in den Lüftungsschacht verschwindet. Bitte. Da habe ich ihn gerade gesehen, unten rechts. Jo, es geht. Okay, okay, schön in die Ecke lehnen. Kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit hier an derselben Stelle rumzuhängen, sodass ich nicht vom Fleck komme? Also Schwierigkeitsgrad schwer hin oder her, aber so ein bisschen Fortschritt wird mir das Viech doch wohl gönnen, oder? Macht es nicht. Soll ich jetzt den Flammenwerfer einsetzen? Will das Spiel von mir, dass ich den Flammenwerfer einsetze? Ganz ehrlich. Ja, ich weiß, was mein Ziel ist. Du brauchst mich nicht dran zu erinnern und mir den Bildschirm voll zu kleistern. Gehe ich jetzt gerade recht in der Annahme, dass das Viech nicht verschwinden wird, sondern die ganze Zeit wer sind sie? Unidentifizierte Spezies, geil ey. Androiden don't give a fuck. Und das Alien ist auch intelligent genug, sie nicht als Gefahr wahrzunehmen. Wie hast du mich jetzt nicht gesehen? Okay, sehr gut. Es geht nach rechts. Perfekte Gelegenheit. Bessere werde ich nicht kriegen.
Geh weg. Geh weg. Geh bitte weg. Alter, wie ich den Typen nicht plündern kann. Fuck it. Ich scheiß drauf, was du dabei hast. Was genau war denn jetzt los? Falls mein Sohn bis Siegs im Stand als widersprechen soll. Was? Gefangenheitsverstoß verzeichnet. Hat's mich im Lüftungsschacht gesehen? Ich hoffe nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh, hier auf der anderen Seite. War eigentlich abzusehen. Bitte komm nicht hierher. Bitte, bitte komm nicht hierher. Ich höre es die ganze Zeit in meinem Trommelfell. Als ob es direkt neben mir ist. Deswegen traue ich mich auch nicht, den Geräuschmelder einzusetzen. Wäre es möglich, dass diese Androiden das Viech mal für mich ablenken? Anstatt die ganze Zeit nur zu sagen, wer sind sie? Was wollen sie? Warum kommunizieren sie nicht mit mir? Ich kann ihnen nicht helfen. Seien Sie kooperativer, lassen Sie uns Freunde sein. Jesus. Ja, ich kann nicht anders. Ich muss gleich hier raus. Ist es jetzt gerade da nach links abgehauen? Kann ich mich hier reinquetschen? Leider nicht. Moment. Ha! Es ist durch den Lüftungsschacht. Das ist meine Chance. Wieso geht das nicht? Och, come on. Och. Es ist hinter mir. Bitte komm nicht hierher. Bitte lass mir diesen Fortschritt. Alter, hätte ich die Tür auch auf der anderen Seite hacken können? Also die direkt links gewesen ist, als ich in den Raum gekommen bin? Naja, ich glaube nicht, das wäre zu einfach gewesen. Natürlich hätte ich komplett einmal im Kreis laufen müssen. Ah, come on. Sicherheitszugangsgenerator. So. Ich hoffe, das Viech wird mich hier drin jetzt nicht verfolgen und kurz in Ruhe lassen. Ich hoffe, das Spiel, fuck, wird so fair sein und mir hier die Ruhepause gönnen, die ich brauche. Ich dachte gerade eben, scheiße, ich habe mir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, jetzt gerade steht es hinter mir. Aber, ach, Gott sei Dank, scheint die KI in diesem Moment ein bisschen... Das war's, geschafft! Hilfe! Ausgang offen, Ricardo. Einen Augenblick! Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu, bewegt sich kein Stück! Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung! Oh Gott! Es tut mir leid, Ripley, ich arbeite dran! Das war ja sowas von klar. Entkommen Sie aus dem Server-Hub. Fuck off!
Also wie jetzt? Der Ausgang, durch den ich gerade eben reingekommen bin, der funktioniert jetzt nicht mehr. Gehe ich richtig in der Annahme? Fuck. Toll. Darf ich noch einmal das ganze Rumgeschleiche anfangen? Ah, ich bin zu lange an einer Stelle gewesen. Ich geb's ja zu, das war ein Fehler. Mist. So, hat mich natürlich wieder ein paar Versuche gekostet, bis hier hinzukommen, aber naja, was soll's. Dafür werde ich jetzt so schnell wie möglich hoffentlich hier rauskommen können. So. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt direkt von diesem Terminal wegbewegen. Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Einen Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung. Oh Gott. Es tut mir leid, Ripley. Ich arbeite dran. So, ein relativ guter Platz, um darauf zu warten, dass der Ausgang frei wird, ist, glaube ich, hier in der Ecke. Hier entdeckt mich das Alien nicht. Entkommen Sie aus dem Server-Hub. Ja. Der vorherige Ausgang ist schön abgesperrt. Wunderbar. Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ja. Ich habe nicht mehr Zeit. Also ich persönlich kann hier in der Ecke eigentlich warten. Momentan macht das Alien sowieso keine Anstalten, mich zu finden, was gut ist. Also es sucht Okay, wahrscheinlich schon ich nur an den hab's. falschen Raus, Stellen. Ripley, sofort! Aus, 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 aus. Tschüss. Gefahr ist nah, ist mir scheißegal. Das wird abgespeichert hier. So. Ah. Geschafft. Holy fucking shit. Das war jetzt was. Oh, kurz einmal verschnaufen. Und bei der Gelegenheit auch nochmal ganz kurz nachgucken, welche sammelbaren Gegenstände als nächstes kommen. Ich nutze immer so ein kleines bisschen die Zeit zwischen den einzelnen Passagen, um ein bisschen auf den Guide zu gucken. Wo genau soll ich jetzt überhaupt nochmal hin? Sperren Sie die Kreatur. Ach so, ich muss jetzt noch einmal komplett bis ganz nach unten da. Okay. Also bin ich noch nicht wirklich entkommen. Schön. Bis zu dieser Lobby da. Also wahrscheinlich auch wieder übers Treppenhaus, ne? Ja. Ricardo hat schon das Gebäude verlassen. Ricardo, Sozusagen. wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, Ripley da rauszukriegen. Sie haben es rausgelassen? Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen? Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Na toll. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo. Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Nehmen Sie den Aufzug zu Gemini Exoplanet Solutions. So, ich kehre noch einmal ganz kurz hierhin zurück, dort, wo das Alien das allererste Mal tatsächlich geskriptet aufgetaucht ist, nur um eben nach oben zu gehen und die Leute dort zu erledigen. Sehr zu meinem Vorteil. Einigermaßen zumindest. Aber sieht so aus, als hätte ich hier nichts großartig liegen gelassen. Na gut. Passt schon. Also großartig. Weil Ricardo irgendetwas nicht hingekriegt hat, konnte ich nicht mehr rechtzeitig raus. Er musste einen Ausgang für mich öffnen. Und genau das war natürlich auch die Lücke, die der Xenomorph gebraucht hat. Super.
kann es kaum erwarten, was später bei den Gemini-Laboren schiefgehen wird. Es ist doch prädestiniert dazu. Der erste Plan funktioniert nicht, der zweite, dritte, vierte, erste, allerletzte Plan wird funktionieren. Wahrscheinlich im letzten Kapitel oder sowas. Ich war sowieso schon überrascht, dass wir schon einigermaßen in der Mitte des Spiels anfangen, diesem Viech eine Falle zu stellen. Ich hätte eher gedacht, das wäre etwas, was erst so gegen... Das ist mein Revier. Fuck! Verschwinden Sie! Ich werde schießen, wenn ich muss. Momentchen mal, ich habe doch unten gespeichert. Das bedeutet... Sie lassen mir keinen... Mist. Ja, aber das Problem ist, ja, da ist das Alien. Das ist jetzt so ein kleines bisschen das Problem, wenn ich versuche, Leute zu töten. Dass ich nach kurzer Zeit schon das Alien auf den Plan rufe. Das bedeutet, ich müsste ganz schnell hintereinander ein paar Leute töten und dann schnell den Spielstand neu laden, bevor das Alien mich einholt. Das wäre so das Idealste. Aber Moment, jetzt wo dort ja wieder Leute sind, bedeutet das ja, dass ich vorsichtshalber noch einmal hier einen zweiten Speicherpunkt setzen möchte, nur um sicherzustellen, dass ich am Ende nicht tatsächlich doch noch die Trophäe, dass ich keine Menschen in dem Spieldurchlauf töten kann, für mich sperre. Das möchte ich um jeden Preis verhindern, deswegen hoffe ich, dass Alien wird mir diesen zweiten Speicherplatz gönnen. Das werde ich eben rausschneiden. Okay, dann versuchen wir es doch glatt mal. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ich mache hier keine Schande. Ich auch nicht. Was? Come on. Ich habe dich gewarnt. Entweder du oder ich. Lasst sie nicht entkommen. Mist. Eieieiei, und da kommt das Alien, um mich abzuholen. Okay, so, aktuellen Speicherstand laden. Ich habe wenigstens einen getötet. Den zweiten habe ich jetzt nicht erwischt, schade. Aber egal, ich will jetzt diese Trophäe abarbeiten. Eventuell zählt sogar der eine Zivilist, den ich mal erschossen habe, sogar noch mit. Ich habe keine Ahnung. So oder so. Oh nein, den möchte ich natürlich nicht benutzen. Revolver. Damit habe ich 18 Schuss. Die helfen mir ja nur gegen menschliche Gegner. Scheinbar kann ich Menschen damit mit 2 Schüssen ausschalten. Was gut ist. 2 Schüsse sind ordentlich. Aber wir wollen das Ganze hier ja ohne... Ich könnte schwören. Wollen Sie mich verärgern? Ja. Sogar töten. Jawohl, 2 erledigt. Und da kommt das Alien. Wunderbar. Perfektes Timing. Springt genau auf die Leiche drauf. Obwohl von dort das Geräusch nicht wirklich gekommen ist, aber egal. Bäm. Sehr schön. Und auf diese Art und Weise bin ich in der Lage, die 10 Leute für die Trophäe zusammenzusparen. Auch wenn es immer wieder die gleichen sind, ist es dem Spiel scheinbar vollkommen egal. Oder den Trophäen zumindest. Das ist gut. So, laufen werde ich natürlich jetzt nicht tun. Dadurch könnte ich den Xenomorphen viel zu früh auf den Plan rufen. So, und sobald ich meine Trophäe habe, werde ich vorsichtshalber den vorigen Spielstand laden. Einmal abwarten, bis ich ein zweites Mal dort speichern kann. Und ja, dann hat sich das Ganze auch schon gegessen. Ich möchte nur wirklich sicherstellen, dass meine Trophäe am Ende für das Nicht-Töten von Menschen auch tatsächlich aufploppt. Ernsthaft? Oh. Das Problem ist, jetzt wird das Viech die ganzen Leute töten, anstatt ich. Das ist blöd. Verflucht! Ernsthaft? Ich habe nur eine Kugel nachgeladen.
Ja, nee, kann ich vergessen. Alter. Wow, wow, ho, 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 ho. Alter. Wie geil war das denn jetzt? Okay, das musste ich drin behalten. Das war jetzt geil. Das ist schön, wenigstens kann ich so Animationen von dem Alien beobachten, ohne dass die Animationen mir gelten. Also es ist schon eine nette Sache. Übrigens werde ich irgendwann mal während des Spiels auch ein paar Alien-Tode in Kauf nehmen müssen. Das werde ich dann aber, glaube ich, mit dem Hochladen meines Spielstands in den Online-Speicher oder auf dem USB-Stick kombinieren, damit ich eben die Trophäe für die Alien-Tode bekomme und die Trophäe dafür, dass ich eben, Was? Sie haben hier nichts zu suchen. Upsala. Schön weiter. Nein. Sie nicht mehr alle? Ich werde sie erschießen. Na toll. Wie lade ich mit dem Ding nach? Das ist meine eigene Schuld. Wir haben sie gewarnt. Wow. Und da wurde ich wohl erwischt. Von hinten. Na großartig. Ja. Da brauche ich die Animation gar nicht zu Ende laufen lassen. Ich weiß ganz genau, was sie bedeutet hat. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja mehr als genug Zeit, diese Trophäe zu machen. Diese Trophäe wird übrigens auch der letzte, das letzte sein. Die letzte Tat in diesem Part. Und danach beende ich ihn. Nur, dass ich eben schon mal sicherstellen kann, dass ich die Trophäe habe. Und dann werde ich zwischen diesem und dem nächsten Part diese Speichersache machen. Sodele. Schön die richtige Waffe wählen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, da kommt das Alien auf mich zu. Okay, ich habe nur einen erwischt. Es ist so zum Kotzen, ja. Aufgrund der Tatsache, dass ich diese Trophäe nicht schon am Anfang des Spiels gemacht habe, wo ich allerdings zugegebenermaßen keinen Revolver hatte, hätte ich ganz am Anfang des Spiels, als ich zum ersten Mal Menschen begegnet bin, an denen ich mich vorbeischleichen musste, hätte ich an dieser Stelle theoretisch mit dem Revolver, den ich hier unten ja gefunden habe, wieder hochgehen können? Und anschließend so eine kleine Ballerorgie veranstalten können? Ich habe keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich hätte ich zu wenig Kugeln dafür gehabt. Denn, ja, obwohl ich genau auf die Leute drauf ziele, scheine ich trotzdem zu verfehlen. Also, das Fadenkreuz... Shit. Sehe ich so aus, als ob man mir einfach so quer kommen könnte? Ich hab dir in den Kopf geballert. Das kann doch nicht wahr sein. So, einer ist wenigstens schon mal weg. Besser als nichts. Besser als nichts. So. Denn wenn ich das am Anfang des Spiels gemacht habe, wenn es die Möglichkeit dazu gegeben hätte, dann wäre das Alien ja noch nicht auf den Plan getreten, theoretisch, oder? Denn das erste Mal, wo es auftaucht, das ist ja geskriptet. Und vorher muss ich mich quasi um das Viech nicht sorgen. Naja. Es wird eine Theorie erstmal bleiben. Ich werde mich jetzt auf diese Art und Weise um die Trophäe kümmern, weil es die erstbeste Gelegenheit ist nach langem. Ich will keinen Ärger. So. Ernsthaft? Halten die alle mehr als eine Kugel aus? Hi, da ist mein Freund der Xenomorph und ich stehe natürlich als Erster auf der Liste. Gut, wenigstens ein Kill. Ja, es sind nur 10 Menschen, aber trotzdem dauert es eben seine Zeit, bis ich die zusammenkriege. Ich habe eben gehofft, ach ja, mit all der Munition werde ich bestimmt mindestens 2 Leute erledigen können, bevor das Alien auf den Plan tritt. Das bedeutet, ich muss nur 5-mal den Speicherpunkt laden. Ja, Arschlecken. Großartig.
Stattdessen scheine ich, obwohl ich auf den Kopf von jemandem ziele, trotzdem zu verfehlen. Obwohl das Fadenkreuz ja immer genauer wird, immer ruhiger. Je länger ich auf etwas ziele. Das wird nicht gut enden. Au, da haben die mich sogar erwischt, bevor das Alien es tun konnte. Hm. Das kam unerwartet. Ja. Aber wenn der eine Typ so direkt zu mir kommt, kein Wunder. Toll, dieses Mal also niemanden. Läuft ja richtig gut jetzt. Eine bessere Waffe als den Revolver gibt es, glaube ich, nicht, um die Menschen zu töten, oder? Ich könnte ja auch den Flammenwerfer benutzen, aber dafür muss ich viel zu nah an dir dran. Benutze ich doch lieber den Revolver. Den kann ich auch aus jeder Entfernung benutzen. Kommt mir besser zugute. Was zum? Sind Sie links? Jawohl, endlich. Zwei Schüsse, zwei Treffer. Genauso wollte ich es immer haben. So, und nochmal zwei Kills. Hi, Alien. Upsala, nein. Jetzt bloß nicht verdrücken. Aktueller Speicherstand, ja. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass es irgendwann im Nachhinein gepatcht worden ist, ohne dass der Trophäenleitfaden aktualisiert worden ist. Das wäre nämlich scheiße. Wenn sie tatsächlich gemerkt haben, oh, man kann das mit den 10 Menschen anders lösen, als wir es eigentlich beabsichtigt hatten. Also patchen wir es im Nachhinein um. Vielleicht hätte ich mir die Patch-Notizen ein bisschen durchlesen sollen. Naja, aber ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass ich ganz nah dran an den 10 Kills bin. Ist hier noch, hauen Sie ab. Jetzt! Nö. Nö. Zwei Treffer. Ah, pardon. Jetzt gerade habe ich es geschafft, die Trophäe Notwehr freizuschalten. So. Das bedeutet, vorigen Speicherstand laden. Nur für den Fall der Fälle. Ha, sehr schön. Das bedeutet, dann kann ich mich zwischen diesem und dem nächsten Part schon mal darauf konzentrieren, hier die Speicherstände nochmal zu aktualisieren. Perfekt. Wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.